Geld bei ausländischen Brokern anzulegen, kann so vorteilhaft sein. Wir haben auf der einen Seite häufig viel, viel niedrigere Gebühren als bei inländischen Instituten und vor allem auch eine sehr große Auswahl an Instrumenten, Börsenplätzen und Wertpapieren. Aber was bis heute viele Deutsche, insbesondere Deutsche, abhält, und das ist tatsächlich bis in die Gegenwart so, da bekomme ich immer wieder Zuschriften, das ist das leidige Thema Steuern. Aber dem kann Abhilfe geschafft werden. Es wurde kürzlich Abhilfe geschafft und genau darüber werde ich heute reden. Und zwar mit dem Projektleiter Steuern bei meinem Haus- und Lieblingsbroker CapTrader. Herzlich willkommen, Albert. Dank, Luis, ich grüße dich. Ja, Thema Steuern immer wieder sehr beliebt, genauso wie die Zahlungen nicht so beliebt sind. Aber wir kommen eben nicht drum rum und tatsächlich erlebe ich das so ein bisschen als deutsche Spezialität, sich da wirklich auch in dieses Thema sehr reinzusteigern. Und ich hatte es ja eben im Intro erwähnt, viele, viele Anleger, die sagen wieder, ausländischer Broker. Wenn man natürlich einmal das Thema, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht, das ist erstmal sowieso schon, ja, Ausland, bisschen dubios, kennen wir auch von den Wertpapierkäufen, ja, vom ausgeprägten Homebias, gilt natürlich auch für Broker, aber das Thema Steuern kommt natürlich erschwerend hinzu. Warum ist das so? Das ganz kurz zur Einordnung. Deutsche Institute, die ermitteln ja die abzuführende Abgeltungssteuer automatisch und führen die auch ab. Und am Ende eines Kalenderjahres bzw. zu Anfang des Folgejahres erhält dann der Anleger ein Dokument, wo das alles feingranular bestätigt ist und gegeben, also theoretisch müsste keine Steuererklärung abgegeben werden. Wer trotzdem eine abgibt, kann da eins zu eins die Zahlen übertragen. Das ist ja, bei der Bundeswehr hat man früher gesagt, soldatensicher gemacht. Also steht ja wirklich Zeile X in Anlage Kapp, die und die Zahl eintragen. So. Also alles minimal invasiv für Anleger. Das ist ja, wenn ich im Ausland bin, nicht so, oder? Genau so ist das. Bei CapTrader sind die Konten für unsere Kunden in Irland angesiedelt. Das bedeutet, man befindet sich zwar innerhalb der EU, aber eben für die deutsche Steuer oder für die deutsche Steuerbehörde und das Steuerrecht nicht in Deutschland, sondern eben einfach pauschal im Ausland. Und das bedeutet vor allem zwei Dinge. Zum einen sind wir bei CapTrader für die deutsche Steuerbehörde nicht kapitalertragsteuerpflichtig. Das bedeutet, es werden nicht direkt bei Realisierung von Geschäften die bekannten 25% plus Solidaritätszuschlag abgezogen, sondern das ganze Geld verbleibt zunächst eben auf dem Kundenkonto. Allerdings eben der Nachteil so gesehen, dann muss man natürlich seine Steuern erklären. Das ist uns natürlich auch ganz klar bewusst. Wie bei CapTrader müssen jetzt eben immer wieder oder wurden in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass die deutschen Broker, die deutschen Banken, überall, wo man eben über deutsche Institute Aktien kaufen kann oder eben ähnliche Produkte, die bieten ja zwar diesen Direktabzug an, das ist bequem, und die bieten auch die Jahressteuerbescheinigung an, womit man eben direkt gegenüber dem Finanzamt alles aufzeigen kann, alles wurde korrekt abgeführt. Aber dafür sind diese Institute natürlich, wie du gesagt hast, du es häufig teurer, es gibt weniger Produkte zur Auswahl, also es kommt eine ganze andere Reihe an Nachteilen. Und wir bei CapTrader möchten natürlich kontinuierlich darauf hinarbeiten, unseren Ruf eben auch als, ich sag mal, zwar ausländisches Institut, aber eben mit dem Fokus auf Deutschland und deutsche Kunden. Das sind so 70 bis 80% unserer Kunden bereits. Dass wir eben da das nicht unbequem werden lassen für unsere Kunden.
Dafür haben wir jetzt ein Produkt entwickelt, denn wir haben als ausländischer Broker das Problem, wir dürfen natürlich unseren Kunden keine direkte Steuerberatung oder sowas anbieten. Das obliegt natürlich dem jeweiligen Steuerberater. Wir dürfen jedoch, und das machen wir seit diesem Jahr sehr gerne, unseren deutschen Kunden einen aufbereiteten Kontoauszug zur Verfügung stellen, mit dem man dann eben sehr wenige einfache Schritte nur noch zu tun hat, um eben seine steuerlich relevanten Beträge selbstständig herauszufinden. Darüber werden wir gleich sprechen. Bevor wir in die Tiefe gehen, hier nochmal der rechtliche Hinweis. Du hast ja gesagt, ihr seid keine Steuerberater von meiner Seite aus. Ich bin auch keiner. Wir reden also hier lediglich über ein Software-Tool und über die Informationen, die dieses Software-Tool bereitstellt. Die konkrete und korrekte rechtliche Einordnung darf in Deutschland eben ausschließlich ein Steuerberater vornehmen, und wer eben diesbezüglich dann tiefergehende Fragen hat, sollte sich an eben so einen wenden. Das kann ich nur bestätigen. Prima, dann haben wir das Thema auch erschlagen. Wunderbar. Lass noch mal kurz zurückgehen. Ich selber bin jetzt seit weit über 20 Jahren bei ausländischen Brokern Kunde, seit vielen, vielen Jahren ja auch bei CapTrader. Und CapTrader heißt ja im Backend Interactive Brokers. Und hier ist auf jeden Fall ein Superlativ, mit dem Interactive Brokers aufwarten kann. Das Aktivitätenprotokoll, das ich ja seit jeher aufrufen kann. Also ein Dokument, was ja wirklich, ja, man möchte schon fast meinen, in allen Facetten alle Geschäftsvorfälle aufgliedert. Das kann, wenn man beispielsweise auch Optionen handelt, mehrere hundert Seiten umfassen, wenn man das für ein Kalenderjahr sich mal einstellt. Man kann also dieses Aktivitätenprotokoll ja abrufen für unterschiedliche Zeitperioden. Und ich habe das so gehandhabt, bei anderen ausländischen Brokern auch, dass ich mir eben ein ähnliches Dokument, eben eine Art Kontoprotokoll, Aktivitätenprotokoll, Kontoauszug geschnappt habe, den ja jeder Broker in irgendeiner Art und Weise anbietet für ein Jahr, und im Prinzip daraus die Angaben herausdestilliert habe, die dann in die Anlage CAP gehören. Und du hast ja ganz richtig gesagt, sobald ich bei einem ausländischen Broker bin und, das muss man auch noch dazu sagen, Erträge erziele, wenn ich also mein Geld einfach nur bei einem ausländischen Broker oder bei einer Bank auf dem Girokonto liegen lasse, keine Erträge erziele, entsteht daraus ja kein steuerlicher Vorfall. Sobald ich aber einen Cent erziele, dann bin ich ja sogar verpflichtet, wie du gesagt hast, dann auch eine Steuererklärung abzugeben. Das bin ich ja grundsätzlich, wenn ich bei einem inländischen Broker bin, nicht. Ja, auch wenn ich Arbeitnehmer bin hier in Deutschland, nicht. Nur schon meine persönliche Empfehlung, ich würde trotzdem immer eine abgeben, weil schlechter stellen kann man sich nicht. Und ja, selbst wenn ich eine Nullerklärung abgebe aufgrund von bestimmten Pauschalen, kann ich mit einer Rückzahlung in aller Regel oder in vielen Fällen rechnen. So. Was ist denn jetzt das Problem bei diesem Aktivitätenprotokoll? Warum kann ich das nicht einfach so eins zu eins übernehmen? Das hast du ja bereits angesprochen, Louis. Das gibt verschiedene Probleme, muss ich da sagen. Natürlich ist Interactive Brokers, das ist der eben größte Broker der Welt und wir vertreiben ja für die das Geschäft in Europa. Der ist entsprechend nach US-amerikanischem Recht aufgestellt. Also man lädt sich dort den, du nennst es Aktivitätenbericht, bei uns heißt es Jahreskontoauszug oder auch nur Kontoauszug. Man lädt den sich herunter und man bekommt über alle Geschäfte, die man getätigt hat, egal ob realisiert, unrealisiert, bekommt man einen Überblick. Und dadurch wird das natürlich entsprechend lang, das Dokument. Das ist an sich nichts Schlimmes und an sich kann man auch alle Zahlen wiederfinden. Man hat eben nur sehr viel Arbeit, wenn man es wirklich vollkommen jede Zahl einzeln heraussuchen muss. Das ist natürlich ein Problem. Und wir haben uns bei CapTrader gedacht, Steuerberatung machen wir nicht, aber wir können natürlich dem Kunden einen Teilkontoauszug einfach anbieten. Und dieser Performance-Bericht, so heißt unser Produkt, dieser Performance-Bericht zeigt eben nur die realisierten
Geschäfte zunächst an. Das ist ja das, was man dann auch für die Steuer später braucht. Und eben auf der anderen Seite zeigt er auch da nur die realisierten Geschäfte berücksichtigt, das auch nochmal relativ simpel aufgegliedert. Also ich muss jetzt nicht 10 Seiten scrollen, um zu meinen Dividenden zu kommen. Und ich möchte natürlich auch gerne wissen, eine einfache Unterscheidung in Aktien und wenn ich meinetwegen irgendwelche Termingeschäfte wie Optionen noch gehandelt habe. Das möchte ich alles aufgetrennt haben, aber eben trotzdem möglichst auf einer Seite sehen. Also man könnte sagen, dass der Performance-Bericht, den wir jetzt unseren Kunden anbieten, einfach eine Art Zusammenfassung der bereits bestehenden Bestände ist, die man mit seinem offiziellen Kontoauszug erhält. Und dementsprechend ist es einfach eine Vereinfachung für alle Seiten, die möglich ist, ohne dass der Kunde jetzt in die Gefahr gerät, irgendwelche Angaben eben zu vergessen. Denn wir lassen nichts weg in diesem Bericht, außer natürlich die Geschäfte, die noch offen sind, die unrealisierten Geschäfte. Also das, was bisher ein, ich sage es mal, erfahrener Anleger manuell gemacht hat, also aus einem Kontoauszug, Aktivitätenprotokoll, sich die Daten rauszuziehen, mit der bekannten Fehleranfälligkeit, die natürlich so ein Wust an Informationen mitbringt, ja, sei es ein zu viel rausziehen oder auch zu wenig. Schon das Ja. Addieren auf einem PDF. Man muss alle Zahlen halt rein sind, raussuchen und die kommen dann in der Steuererklärung in eine Ja. Zeile. Und man muss 6 Zahlen Ja, addieren. Das ist natürlich schon Zahlendreher möglich und ähnliches. Ganz also auch banale nur Dinge. Praxistipp von mir, wie ich es bisher immer gehandhabt. Ich habe immer ein Excel-Dokument dazwischen geschaltet. Das heißt, ich habe mir wirklich die ganzen Zeilen und Rubriken in einer Excel-Tabelle aufgegliedert pro Jahr und dann im Prinzip dann aus den jeweiligen Stellen im Aktivitätenprotokoll, Kontoauszug, das Zahlenwerk rausgezogen. Das kostete einmalig Mühe im ersten Jahr, da war es ein bisschen aufwendiger. Danach muss man sagen, dann reduziert sich das Ganze natürlich. Aber man ist natürlich auch in so einem Standard drin mit einem gewissen Tunnelblick. Und gut, im Steuerrecht kann sowieso, selbst Professor Kirchhoff kann ja nicht garantieren, dass seine Steuererklärung richtig ist, wie wir ja wissen. Der unterschreibt ja immer noch zusätzlich mit dem Zusatz unter Vorbehalt. Ja, also, aber das macht es natürlich nicht einfacher, so ein aufgeblähter Report. Das heißt, ihr nehmt quasi diese Arbeit ab. Auf der einen Seite habt ihr das für das deutsche Steuerrecht Relevante rausdestilliert, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich wirklich alles Relevante. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass ich hier irgendwas vergesse. Also die Gefahr besteht natürlich immer, muss ich aus dem Rechtlichen natürlich Natürlich. hinweisen. Das ist natürlich klar, aber aus einer, ich sage es jetzt mal, menschlichen Perspektive heraus betrachtet, ist die Gefahr größer, bei dem Standardkontoauszug etwas zu vergessen oder eben einfach etwas unwissentlich nicht zu erklären. Das ist einfach aufgrund der Menge der Informationen, die da verfügbar Ja. sind, der Fall. Wir haben hier bei uns beim Performance-Bericht nur noch eine Seite, also auf einer Querformat DIN A4-Seite, einfach nur eine Tabelle. Da fängt es dann an, eine Zeile Aktien, Gewinne, Verluste und Saldo, eine Zeile für die verschiedenen Termingeschäfte, also Optionen und Futures, eine Zeile auch für Währungsgewinne und Verluste, die getrennt, also separat auszuweisen sind. Die sind ja bisher nach dem 23 ESTG zu versteuern gewesen, also nach dem persönlichen Einkommensteuersatz mit Anfang des nächsten Jahres höchstwahrscheinlich, also das ist jetzt die neueste Verwaltungsauffassung für alle verzinslichen Konten, und CapTrader, da handelt es sich um verzinsliche Konten, sind die auch ganz normal innerhalb der Anlage CAP zu erfassen, also da gibt es ab dem nächsten Steuerjahr auch eine Erneuerung, und da haben wir natürlich auch gesagt, nehmen wir natürlich die Währungs- und Gewinne und Verluste auch als eigene Zeile da auf und eben dann auch entsprechend weiter unten die Gebühren extra erfasst, dann die Dividenden extra erfasst und was wir natürlich auch machen, ist ein Nachteil des normalen Kontoauszugs, der weist die ETFs nicht in einer getrennten Kategorie auf. Also die sind zwar ersichtlich dann, wenn man für jedes Produkt nachschaut, Ja. ich weiß ja, was ich für Positionen habe in meinem Portfolio, was ein ETF ist und was nicht, das ist ja dann nicht in der Anlage CAP zu versteuern, sondern in der CAP-Inf. Und genau da gibt es das Problem, das muss ich mir eben wieder
per Position dann anschauen, weil das eben zunächst alles unter Aktien und ähnliche Produkte im Kontoauszug läuft. Und bei uns in unserem Performance-Bericht haben wir das dann natürlich aufgetrennt, einfach, dass die ETFs und eben ähnliche börsengehandelte Fonds natürlich zunächst eine eigene Kategorie sind, damit man schon mal sieht, aha, hier habe ich was anderes, hier habe ich ein ETF gehandelt oder eben aus einem ETF Erträge erzielt, Dividenden aus ETFs meinetwegen. Und das muss ich dann natürlich nochmal separat angeben. Bei den ETFs, wie detailliert geht ihr da vor? Stichwort Teilfreistellung. Das heißt, unterscheidet ihr da nochmal zwischen Aktien-ETFs und Anleihe-ETFs oder Misch-ETFs? Ja, das dürfen wir nicht aus wieder diesem steuerlichen Problematik. Das wäre schon Steuerberatung, wenn wir dir sagen würden, okay, dieser ETF ist zu kategorisieren als. Das bedeutet, wir bieten eine Gesamtsumme für die ETFs an. Und in der Realität ist es ja so, die Schwelle für die Aktien-ETFs liegt ja bei 50%. Über 99% unserer Anleger haben nur Aktien-ETFs und die wenigsten haben eben ETFs, die Anleihen enthalten. Das Einzige, was da eben nochmal zusätzlich zu beachten sind, es gibt ja noch die Immobilienfonds-ETFs, die sind noch teilweise anders zu versteuern. Aber wenn man da dann ein, zwei Positionen davon hat, dann kann man das ja von den Gesamterträgen nochmal abziehen. Das ist dann quasi ein einmaliger kleiner Aufwand, anstatt dass man eben einzeln alle Werte zusammensummieren muss. Einzelne Positionen sind dort aber nicht aufgelistet. Das sind schon Summen oder Genau, aggregierte also Werte. da steht 3.520 € aus Dividenden, Quellensteuern abgezogen, Zinsen gezahlt, Zinsen erhalten, Gewinne aus Aktien etc. Wirklich nur die Gesamtübersicht der realisierten Geschäfte. Natürlich auch, und das ist wichtig, alles in Euro umgerechnet. Bedeutet, wenn man im Kontoauszug an sich schaut, dann ist das ja zunächst erst einmal in der entsprechenden Währung, in der ich gehandelt habe, und wird erst am Schluss umgerechnet. Bei uns ist das direkt eben, denn es ist für die deutsche Steuerbehörde und für den deutschen Anleger einfach nicht relevant, ob das 26 Dollar waren oder 26 Kanada-Dollar. Der möchte wissen, wie viele Euro sind das dann realisiert. Das ist halt auch deshalb nicht nur aus einer steuerlichen Perspektive wichtig, sondern am Ende des Tages messe ich ja meine Performance, also meinen Gewinn und Verlust, das, was ich im Konto erzielt habe, natürlich auch in Euro, weil damit möchte ich mir am Ende ja auch mal wieder was auszahlen aus meinem Konto, um eben von meinen Gewinnen auch vielleicht später mir was leisten zu können. Also deswegen diese Umrechnung in Euro ist natürlich bei uns auch direkt mit dabei. Genau, muss man noch dazu sagen, geht auch im regulären Kontoauszug Aktivitätenprotokoll. Wichtig ist hier in den persönlichen Einstellungen als Basiswährung Euro zu wählen. Auch nochmal hier der ergänzende Hinweis, es hat nichts damit zu tun, dass jetzt die liquiden Mittel in Euro angelegt sind oder ähnliches, sondern Basiswährung heißt lediglich, dass das Reporting in den Gesamtsalden in Euro ausgewiesen wird. Das kann ich auch nur dringend empfehlen, denn wenn ich anfangen muss, jede Dividendenzahlung umzurechnen in Euro und bei einem gut diversifizierten Einkommensinvestor, da können ja paar Dutzend bis 100 Zahlungen im Jahr eintrudeln über verschiedene Währungen, dann wird das Ganze sehr, sehr zeitaufwendig nachzurecherchieren. Und du hast ja eben gesagt, ja, ich habe ja dann diese Übersichten, Performance-Übersichten im normalen Kontoauszug, das heißt, die Zahlen, die da drin stehen, die Einzelzahlen, die sind dann alle in der Originalwährung. Wenn ich beispielsweise, weiß ich nicht, als Stillhalter 350 Dollar Prämie einnehme, dann steht da in der Zeile 350. Aber unten im Saldo bei der realisierten Performance steht dann beispielsweise 324. Das ist dann in Euro. Genau, Richtig? und im Performance-Bericht tauchen dann eben auch nur die 324 auf. Und da tauchen dann nur die 324 auf. Richtig. Jetzt wird vielleicht Wichtig der ein auch oder noch zu andere, sagen, einen ja. kleinen Moment noch, wichtig auch noch zu sagen, das ist auch noch wichtig, viele Anleger wissen das auch nicht. Es gibt verschiedene Währungsumrechnungsmethoden. Also technisch gesehen könnte man sich natürlich darüber streiten, ist jetzt der Anfangstageskurs oder eben der Durchschnittskurs oder eben der von der EZB festgelegte Kurs relevant. Und im Kontoauszug bei CapTrader ist das so, dass ein
Mischwechselkurs festgelegt wird. Das ist quasi im Normalfall der Tagesschlusskurs, aber man kann natürlich auch wieder argumentieren, nach welcher Zeitzone. Aber es wird ein Kurs festgelegt. Man muss das einfach dann immer dieselbe Methode verwenden. Das ist das Wichtige. Das versuchen wir natürlich auch mit dem Performance-Bericht genauso abzubilden. Im Kontoauszug bei CapTrader, wenn man da zum Beispiel einen Gewinn in Dollar erzielt, also meinetwegen, man kauft eine Aktie für $100 und verkauft sie für 130 wieder, dann hat man $30 ja erstmal zunächst erzielt als Gewinn. Und dann werden diese $30 im Kontoauszug umgerechnet in 25 Euro meinetwegen. Im Performance-Bericht bei uns machen wir das nach dem deutschen Steuerrecht. Und da werden, wenn wir bei dem Beispiel 100 und 130 Erwerb und Verkauf bleiben, werden diese $100 in Euro umgerechnet und die $130 in Euro umgerechnet und daraus dann die Differenz gebildet. Daraus ergeben sich Kleinstdifferenzen, einfach aufgrund der anderen Rechnungsmethode. Aber das ist nun mal so, wie das in Deutschland schon immer gehandhabt worden ist. Also nicht nur steuerlich, auch wirtschaftlich natürlich. Und auch so ist die Performance-Messung deutlich genauer. Das nochmal als Hinweis, da kann es auch im Performance-Bericht, wenn ich da 324 jetzt bei meiner Option habe, kann im Performance-Bericht auch 323, 95 oder ähnliches stehen. Da hat man nämlich auch schon die ein oder andere Frage, woher kommen diese Prozentdifferenzen? Das ist nochmal nebenbei Das kann erwähnt. ich mir lebhaft vorstellen. Ja. Noch ein wichtiger Hinweis ist mir gerade eingefallen, weil du auch am Anfang gesagt hattest, Interactive Brokers ist halt ein US-Broker und die ganze Berichterstattung ist ausgelegt auf US-Anleger. Vor dem Genau. Hintergrund, Achtung, wer hier im Bereich der Dokumentation sich mal durchklickt, der wird auch in der deutschen Übersetzung auf den Begriff Steuerbericht kommen und da vielleicht denken, ach, naja, das ist ja vielleicht der Performance-Bericht. A, ist er nicht. Und B, dieser Steuerbericht nutzt im Wesentlichen nicht viel dem deutschen Anleger, weil das tatsächlich der Steuerbericht ist, zugeschnitten auf den US-Anleger. Das sieht man dann sehr schön, wenn man den mal aufruft, dass dort zum Beispiel sämtliche Dividendenzahlungen aufgeschlüsselt werden in verschiedene Komponenten, wie es eben das amerikanische Steuerrecht vorsieht, das deutsche aber überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel Return of Capital und Kursgewinne und Dividenden innerhalb dieser Ausschüttungen, weil in den USA unterschiedliche Steuersätze dafür gelten. Ne? Nur so viel nur dazu, dass nur das deutsche Steuerrecht angeblich kompliziert ist. Nein, ist es nicht. Ja, aber auch nochmal hier der Hinweis, ja, dieser Performance-Bericht hat nichts mit dem Steuerbericht zu tun, den ich hier in der Kontoverwaltung finde. Ja, dieser Steuerbericht ist letztendlich, muss man sagen, für deutsche Anleger so nicht zu gebrauchen. Ne? Genau, man kann natürlich sich gerne alle Berichte herunterladen und sich die Berichte auch anschauen. Deswegen haben wir jedoch diesen Performance-Bericht entwickelt, einfach weil es immer wieder Schwierigkeiten bei der Interpretation, nenne ich das jetzt mal, gibt. Wir dürfen ja eben nicht sagen, benutzen Sie diesen Bericht nicht oder benutzen Sie diesen Bericht für Ihre Steuer. Das ist auch gar nicht unser Wunsch. Unser Wunsch ist quasi, dass der Kunde selbstständig einen einfachen Bericht für sich erhält und den dann bearbeiten kann. Und das ist eben der Performance-Bericht. Denn es gibt auch bei CapTrader die Möglichkeit, noch einen informativen Steuerbericht tatsächlich zu erhalten. Der wird von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft PwC, also PricewaterhouseCoopers, erstellt jährlich. Der hat jedoch das Problem, haben wir in letzter Zeit feststellen müssen, dass aufgrund der ständigen Änderungen im deutschen Steuerrecht die einzelnen Jahre nicht immer korrekt abbilden, was tatsächlich steuerlich in Deutschland anzubieten ist, also anzugeben ist. Also das ist auch ein Problem. Deswegen halten wir uns da komplett raus aus dem Thema Steuern und sagen, es gibt einen einfachen Kontoauszug namens Performance-Bericht. Und damit sind wir ja auch fein. Und das ist ja auch das, was als Kunde das Relevante ist. Ne? Unterstützen tun wir immer gerne. Natürlich auch können wir die Berechnungsmethoden des Performance-Berichts alle offenlegen. Also das ist kein Problem im Kundengespräch. Nur wir dürfen da nicht sagen, tragen Sie ein in Zeile 19 Anlagecap folgenden Wert. Aber das ist auch nur ein kleiner Schritt, wenn man sich einmal kurz damit beschäftigt. Da gibt es im Internet mehr als genug Videos und Anleitungen, eben, wie man das macht.
Tennisfrage oder Rechtsfrage, warum dürft ihr das nicht? Aber warum darf zum Beispiel eine Trade Republic sagen, da steht es ja genauso drin. Anlage Cup, Zeile so und so, der Genau. und der Betrag. Ja, Trade Republic darf das gar nicht sagen. Sie müssen es sagen. Also für die ist das verpflichtend als deutsches Institut. Also die haben gar keine andere Wahl. Die müssen auch eine ganze Rechtsabteilung dafür vorhalten, auch wenn es nur einfache Geschäftsprozesse sind. Denn Trade Republic ist natürlich dann auch für die Korrektheit dieses Berichtes teilweise haftbar. Es ist quasi dann in diesem Sinne so, als hätte man schon einen unterstützenden Steuerberater, könnte man nennen, oder könnte man flapsig jetzt sagen, Ja. dass die deutschen Institute sind eben durch diesen Vorabzug der Kapitalertragssteuer dazu verpflichtet, auch natürlich den richtigen Betrag abzuziehen. Und da kommt es dann leider auch häufig dazu, wenn ich eine Kapitalmaßnahme habe und die rechtliche Interpretation ist nicht ganz klar. Also habe ich dadurch etwas realisiert oder habe ich etwas nicht dadurch realisiert? Dann kommt es häufig zu dem Fall, dass dann ein deutsches Institut sagen muss, wir gehen hier nach Vorsichtsprinzip, du hast zunächst voll realisiert. Und dann wird mir natürlich auf einen relativ großen Betrag im Zweifelsfall direkt Kapitalertragssteuer einbehalten, obwohl ich nur Ja. an einer Kapitalmaßnahme teilgenommen habe und gar nicht damit gerechnet habe, dadurch steuerpflichtig zu werden. Natürlich kriege ich es dann eventuell im nächsten Jahr mit der nächsten Steuererklärung zurück, aber wenn ich jetzt Anfang des Jahres einen Kapitalertrag zahlen hätte müssen, dann kriege ich den vielleicht Mitte nächsten Jahres zurück. Das sind dann knappe 18 Monate. Das ist natürlich auch unschön. Das ist dann eben der Vorteil der ausländischen Institute wie bei uns. Ja. Man hat keinen Abzug, aber man muss sich dann eben drum kümmern. Und genau das vereinfachen wir dadurch, ne? Kommen wir noch auf ein unschönes Thema, was sich aber eventuell in, ja, zumindest mittelfristig erledigen könnte. Es gibt ja zwei berühmte Töpfe bei Kapitalanlagen. Einmal den Verlustverrechnungstopf Aktien und einmal den Verlustverrechnungstopf Derivate. Bildet denn der Performancebericht diese beiden Töpfe auch ab in irgendeiner Art und Weise? Selbstverständlich. Also es gibt natürlich auch mehr als diese zwei Töpfe. Wir haben ja noch den Totalverlusttopf, die sind ja auch nochmal getrennt zu erfassen. Und dann den Topf für Zinsen und ähnliches, die sind ja auch weder mit Aktien noch mit Derivaten zu verrechnen. Also auch nochmal ein getrennter Posten. Ja. Also so sammeln sich die Töpfe mit den Jahren, weil wahrscheinlich wird es mit der nächsten, mit dem nächsten Steuerjahr dann unter Umständen auch noch mal einen Topf für die Währungen geben. Das ist noch nicht ganz klar. Ich habe dazu auch noch keine Informationen gelesen. Also die Anzahl der Töpfe ist relativ groß. Deswegen versuchen wir natürlich auch, oder gibt es bei uns auch eine Extrazeile für die Zinsen. Es gibt eine Extrazeile für wertlos realisierte Geschäfte, also für ausgebuchte Positionen, zum Beispiel einfach eine verfallene Option oder ein verfallener Optionsschein oder auch wenn ein Unternehmen mal wirklich bankrott gehen sollte und man hat Aktien daran, dann ist es ja auch eine Wertlosausbuchung. Auch diese werden bei uns wirklich als wertlos ausgebuchte Positionen erfasst und sind dann eben auch dadurch ersichtlich im Performancebericht. Also die Auftrennung, da haben wir natürlich versucht, dem Anleger das sichtbar zu machen, sodass er theoretisch mit diesem Bericht seine Steuererklärung leichter ausfüllen könnte, wenn er das möchte. Das ist natürlich selbstverständlich, dass wir diesen Service anbieten. Es ist natürlich so, wir haben jetzt diese verliehenen Verlustverrechnungsschwellen, die 20.000, darüber möchtest du bestimmt auch noch gleich mit mir sprechen. Das ist ja auch noch eine Kniffligkeit und da muss jeder Anleger natürlich schauen, dass er die richtigen Töpfe nicht überbedient, sage ich mal so. Das ist ja ein Thema, das wirst du wahrscheinlich in deiner Community auch schon häufig erfragt Klar. bekommen haben. Ja, aber das erschlage ich eigentlich damit, dass ja ohnehin jeder Anleger, beziehungsweise zumindest jeder Stillhalter oder Optionshändler ein Trading-Journal führen sollte. Genau. Ja, Klammer auf. Ich weiß, es gibt einige, die machen das nicht, Klammer zu. So, und wenn ich so ein Trading-Journal führe, und so habe ich es ja auch gemacht dann, als dieses Topfmodell dann aufkam, dann habe ich halt eben eine extra Spalte in dieses Trading Journal eingeführt und das lässt sich ja gut dann auch
bis auf wenige Ausnahmen sehr weitestgehend automatisiert berechnen, eine Spalte mit Longkosten. So, und dann habe ich G-Strategie, eine Longkostenspalte, und dann kann ich das einfach aufsummieren und dann oder aufsummieren lassen, und dann habe ich im Prinzip eine Echtzeitübersicht, wie viel von dem Topf bisher ausgeschöpft wurde. Ja, vielleicht jetzt nicht auf den Cent genau, aber Pi mal Daumen passt das. Und damit kann ich natürlich gut arbeiten. Ja? Und das war auch die Methode, um bisher die Longkosten zu ermitteln, um die dann eben in die Steuererklärung zu übertragen, was ja angesichts des Aktivitätenprotokolls oder Kontoauszuges sehr, sehr schwer, sagen wir mal so, möglich war, weil einfach das ja einfach nur eine Riesenauflistung ist. Und Genau. ist eigentlich unmöglich, ja nicht unmöglich, aber extremst aufwendig wäre, jede einzelnen Trade durchzugehen, zu gucken, ist das einer, der in Betracht kommt. Ja, weil ja zum Beispiel Glattstellungen von Short-Positionen zählen ja wiederum nicht dazu, ja, Ja. zu diesen in den 20K-Topf. Ja, während eine isolierte Long-Position, die ich eingegangen bin, beispielsweise ein Hedge, ja, dazu zählt. Ja, Ja, daran sieht man ja. auch, wie irrsinnig eigentlich dieser Topf hier ist, ja. Ja, Genau. das ist ein Problem, und dem sind wir eben so weit begegnet, dass wir die Option in Optionsgeschäfte und Stillhaltergeschäfte aufgetrennt haben. Also das sind bei uns auch im Performance-Bericht zwei eigene Zeilen, sodass man da auch sieht, aha, ich habe da entsprechend mit Optionen, die ich gekauft habe und dann realisiert, folgende Gewinne und Verluste erzielt, mit Optionen, die ich eben geschrieben habe und dann realisiert, folgende Gewinne und Verluste erzielt, dass man da auch nochmal die Auflistung hat. Und so denke ich, können wir in den nächsten Zeit auch es immer feinfühliger machen und auch sicherlich ich sag mal so, nicht nur den Kunden, sondern auch gewissen Steuerberatern dann dadurch eine Erleichterung schaffen, wenn die eben sehen, aha, CapTrader bietet einen guten Kontoauszug dafür an. Ja. Dann ist man natürlich auch als Steuerberater deutlich stärker gewillt, sage ich einmal so, den Kunden nicht dafür zu rügen, dass er beim Auslandsbroker seine Geschäfte macht, und man muss da nicht mehr Stunden als Steuerberater zig Stunden abrechnen, weil man eben aus irgendwelchen langen Berichten irgendwelche Zahlen heraussuchen muss. Ja, gibt vielleicht auch den einen oder anderen Steuerberater, der das dann eher mit einem weinenden Auge Ja. sieht. Als Projektleiter Steuern bzw. Software, stelle ich mir das dann die Aufgabe schon so ein bisschen vor, wie früher so die, oder heute noch die Dombaumeister hier in Köln. Das ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe, oder? Sicherlich, sicherlich. Also wir haben bei CapTrader natürlich die Unterstützung durch ein relativ großes Team da bereits. Ja. Das ist also schon vorteilhaft. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben ja jetzt schon mit unserem Institut eine längere Tradition und haben auch eine entsprechende Kundenbasis und haben auch das entsprechend die verschiedenen Feedbackschleifen, die man für verschiedene Projekte braucht. Und genau deswegen wollen wir ab nächstem Jahr auch dann diesen Bericht, nicht nur den Performance-Bericht, nicht nur für deutsche Kunden anbieten, sondern dann eben auch für nicht deutsche Kunden. Also es wird auch nochmal einen, ich nenne es jetzt mal, internationalen Performance-Bericht geben, wahrscheinlich sogar einen Performance-Bericht auch nochmal spezifisch für unsere österreichischen Kunden, weil es da auch mit den Steuermethodiken verschiedene Spezifika gibt, die an sich nur in Österreich auftreten. Also da werden wir das Produkt natürlich auch nochmal wirklich allen unseren Privatkunden anbieten. Für die Firmenkunden sieht das ja sowieso nochmal anders aus, da bieten wir aber auch schon ein Produkt an. Sehr schön, sehr schön. Und es sei nochmal dazu gesagt, diese Lösung ist eine exklusive Lösung von CapTrader. Die gibt es also Genau. nicht bei Interactive Brokers direkt. Und die gibt es auch nicht bei anderen deutschen oder ausländischen Resellern. Genau. Allerdings muss man auch sagen, der Wechsel zu CapTrader ist wirklich relativ simpel. Also wir unterstützen da sehr gern, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen. Das sind nur wenige Klicks, und auch ein Depotübertrag ist in heutigen Online-Zeiten wirklich relativ zügig erledigt. Also da sollte man sich als Anleger keine Sorgen machen, dass es dann daran scheitert. Und auch die übertragenen Positionen kann man dann natürlich berücksichtigen, werden dann natürlich berücksichtigt später. Ja, aber Werbung ist schon in Ordnung für euch in eigener Ja. Sache. Ist sowieso hier
unter dem Beitrag, Video als auch im Blog nochmal verlinkt. Und wer Kunde von euch werden möchte, wo du es gerade angesprochen hast, gibt auch noch eine kleine Dreingabe von mir, wenn ihr zu CapTrader wechselt. Also macht das gerne und ich kann auch aus jahrelanger Kundschaft sagen, absolutes Top-Team und insbesondere der Kundenservice ist hervorragend. Im sympathischen Düsseldorf gelegen sowieso. Das lohnt sich. Insbesondere dann, wenn es eben mal nicht glatt läuft, wenn mal irgendeine Frage ist, wenn es mal Probleme gibt, ist immer sofort jemand erreichbar und alles qualifizierte Bankkaufleute durch die Bank weg. Also da seid ihr schon top aufgestellt. Und wie gesagt, den Performance-Bericht so gibt es eben auch nur bei CapTrader. Albert, du hast gesagt, du stellst mir ein Muster zur Verfügung. Auch das verlinken wir hier unterm Beitrag im Blog und Video und Podcast. Das heißt, da können sich ja potenzielle Nutzer dieses PDF mal anschauen und mal gucken, wie dieser Performance-Bericht aufgebaut ist. Ist der denn schon für alle Kunden, aktiven Kunden von CapTrader freigeschaltet? Und wenn ja, wo bekomme ich den? Denn ich glaube, bis zum 2. September haben Anleger jetzt ja noch Zeit, die Steuererklärung einzureichen, beziehungsweise mit Steuerberater ist ja die Frist noch mal ein bisschen länger. Wer es ohne Steuerberater macht, 2. September. Das heißt, wenn ich jetzt statt hier Aktivitätenprotokoll mühsam zu durchforsten, den Performancebericht nutzen möchte, wo finde ich den? Der ist bereits für alle deutschen Kunden verfügbar. Es ist auch ausgeliefert worden. Wenn man keine E-Mail-Benachrichtigung erhalten hat, die man im Normalfall dann erhält, wo dann drin steht, hier und da ist er herunterzuladen, dann bitte einfach einmal kurz an unser Team wenden, gern einfach anrufen oder eine E-Mail info@captrader.com. Im Normalfall lässt sich der Bericht herunterladen über unsere Website. Da gibt es dann oben rechts einen Punkt Login. Da gibt es den Bereich CapTrader Plus. Das ist unser Kundenbereich. Da kann man einige Dinge, wie ich sage mal, unsere aufgezeichneten Webinare und ähnliches sehen und eben auch diesen Performance-Bericht eben herunterladen. Und falls der da, wie gesagt, nicht zu finden sein sollte, man ist aber der Meinung, man ist deutscher Privatkunde und hätte ihn eigentlich erhalten sollen, gern einfach eine kurze Nachricht, dann schauen wir nach, keine technischen Fehler oder ähnliches ausschließen, da wir das Produkt erst seit diesem Jahr anbieten. Wir hatten jetzt schon drei, vier Kunden, die zum Beispiel erst relativ spät in 2023 zu uns gewechselt sind und deswegen einfach durch unser Netz durchgerutscht sind. Also vor allem die Kunden, die gewechselt sind, bei denen kann es dazu kommen, dass der Bericht noch manuell ausgeliefert werden muss und nicht automatisiert sie benachrichtigt wurden. Aber ansonsten gerne einfach bei uns melden und wir kümmern uns darum. Sehr schön. Albert, habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Performance-Bericht? An sich nicht. Ich möchte mich bedanken natürlich für die, wie ich für das wirklich super schöne Gespräch mit dir und ich freue mich darauf, auch von Ihnen als Kunde dann Feedback zu erhalten. Sprechen Sie uns, wie gesagt, gern an. Und Louis, was auch in deiner Community besprochen wird, gerne immer an uns wenden. Und wir werden auch für Folgefragen natürlich immer mit Rede und Antwort parat stehen. Anders kenne ich euch auch gar nicht. Albert, vielen, vielen Dank für die Einblicke. War sehr interessant und man möchte schon fast sagen, eine überfällige Lösung. Und ich denke, das wird auch den einen oder anderen dann doch überzeugen, die Vorzüge eines ausländischen Brokers in Anspruch zu nehmen. Die Steuerthematik sollte jetzt auf jeden Fall kein Bremsklotz am Siegeswagen der eigenen Investmentstrategie mehr sein, vor dem Hintergrund. Vielen Dank nochmal und wir können das Gespräch dann gerne in absehbarer Zeit wiederholen, wenn es hier Neuigkeiten gibt oder sonstige Umstände, wie, weiß ich nicht, ja, eine Erweiterung, Feingranulare, die Töpfe wegfallen oder was weiß der Teufel was. Änderungen im Steuerrecht gibt es ja hinreichend, dass wir da in unregelmäßigen Abständen bei Bedarf ein Update machen. Einstweilen, weiter alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bedanke mich ebenso. Auf Wiedersehen.